So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir stehen hier beim Penny Parkplatz. Pupsi guckt nach irgendwas. Ich weiß nicht was. Ich glaube, es geht schon wieder um Cola. Die ist Cola-süchtig, so wie ich Prime-süchtig bin. Aber Cola-Flaschen muss man nicht sammeln. Prime schon. Heute ist Raid Boss Wechsel auf Xerneas und Megabruder Lander. Wir gucken mal da rein, ob wir was Interessantes finden. Ansonsten sehen wir uns dann beim Xerneas Raid wieder. So, ich habe euch ja gesagt, die Cola-Sucht hat zugeschlagen bei Pupsi wieder mal. Zwei Trays hat sie sich geholt. Dann habe ich gedacht, beim Geburtstag soll es ja mal hier dieses Eberpilz geben. Wir haben es uns nicht geholt, da werde ich einfach mal eine Flasche mitnehmen, falls man mal so einen random Beer-Tasting macht. Dann habe ich hier der Gunnar eingepackt, eine Dose und eine Dose Trabi-Bier, wenn der Hannes mal wieder kommt, zu Besuch, dass wir das auch mal testen. Und endlich haben sie hier jetzt das Fiesta-Bier 5.0er gehabt. Auch in Kleindosen, das Zitrusbier. Der Rest ist eigentlich uninteressant und das absolute Highlight ist diese Dose Schwibschwab. Ich sage ja immer, ich trinke gern Schwibschwab. Schwibschwab hat mittlerweile ein neues Design, was irgendwie kindlicher, bunter aussieht. Das ist das alte Design. Das war die allerletzte Dose Schwibschwab generell. Und warum? Die ist total verbeult hier oben. Die geht bestimmt nicht mal auf. Die stand aber im Kühlregal. Die möchte ich mir jetzt schmecken lassen. Geh die auf. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, wir haben die Dose Schwibschwab geöffnet. Das ist die allerletzte in diesem Design weltweit. Dann gibt es nur noch die neue, die aussieht wie Jonas. Jonas Schatz, und jetzt ab zum Raid. So, wir sind jetzt hier angekommen bei der Arena, beziehungsweise das ist noch nicht die Arena. Da ist aber ein Gebäude, das sieht fast aus wie die Arena, da steht ganz groß Wolfs. Schlucht an der Fassade. Pupsi holt gerade da einen Parkschein, genau. Die Arena ist jetzt ein Stück hier vorne. Ich würde mich aber dann aufs Auto stellen, also die Kamera aufs Auto stellen mit den Handys davor. Hier ist auch zum steinernen Haus. Frankenland Reisen, Reisebüro oder irgendwas. Das ist die Arena. Hier ist auch eine Gasse dazwischen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und fast jedes Gebäude, was du hier siehst, hat dieses Denkmal, Schutz, Symbol, Schildchen dran. Hier gibt es auch noch ein kleines Schild mit Obere Mühle, Anton-Ulrich-Straße, 1477 und 1865. Könnt ihr ja mal googeln, könnt ihr ja mal lesen. Hier das große Eingangstor, das ist Obere Mühle Denkmal. Das ist nämlich cool, wenn das so ein Infoschild ist. Immer das Infoschild abfotografieren, einreichen, als Fokustop machen. Dann habt ihr das perfekt. Das sind Blumen. Aber jetzt laufen wir zum Raid und zu Pupsi und gucken, ob wir ein Shiny Xerneas im ersten Raid. Ich muss auch noch Mega Bruder Lander Community Raid machen. Und ansonsten, ja, wenn ich die Energie zusammen habe, konzentriere ich mich auf Xerneas, solange wie das da ist. So, Xerneas ist geschlüpft an der gelben Arena. Pupsi hat das auch noch gelb gemacht. Ich will mal ganz kurz in der Gruppe Go schreiben. Also auf dem Zweithandy geht es wieder hier rein. Jetzt steht hier, Arena ist so weit entfernt, bei dem muss ich gleich nochmal drücken. Erstmal jetzt hier die Leute einladen. Da haben wir nämlich genau 5 Stück, die wir mitnehmen sollen. Schäfe, Immensiens, ab ins Tierheim, Henry Nicky und Blood and Tears. Wenn wir die eingeladen haben, schmeißen wir das wieder hier oben drauf. Gehen mal kurz in die Raid-Gruppe, dass ihr das auch seht. Wir haben hier unsere Raid-Gruppe, Telegram-Link, alles in der Beschreibung immer verlinkt, wunderbar. Habe ich gepostet hier, also Obere Mühle-Denkmal für 11.39 Uhr, Xerneas Community Raid, damit man weiß, dass das mit Video ist. Ansonsten würde nur Xerneas Raid dastehen. Haben die sich jetzt hier eingetragen, deswegen lade ich die jetzt ein und dann gehen wir nochmal kurz hier auf YouTube. Da ist bei den Beiträgen nämlich auch die Konda-Liste gepostet. Was ist das? Hör doch mal jetzt auf. Nein, ich möchte hier nicht. Ich möchte einfach nur in meine Beiträge. So, das Ding kann natürlich shiny sein. Mega Bruder Lander ist wie gesagt auch da. 21,60 ist der 100er Wert mit Wetterboost 27,01. Das ist Typ Fee. Ihr nehmt also am besten Stahl oder Gift. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, sehe ich ja schon, 3x Meter groß ist Stahl. Das ist sinnvoll. Dann habe ich hier unten Necrozma zweimal. Ich glaube, weil das beides auch Stahltypen sind und mit Stahl angreifen kann. Warum da das Rayquaza drin ist, weiß ich nicht. Das ist weder Stahl noch ist es irgendwie Gift.
Das ist ja eigentlich Drache und Flug, aber ist egal, ich hoffe, so weit werden wir gar nicht kommen. Auf dem Samyang haben wir 6x Metagross und das passt ja sowieso. Es war erst der Tane Classic Sea Day. Ihr konntet euch noch ein paar Metagross entwickeln. Ihr konntet noch ein paar Shinies mitnehmen, ein paar Bonbons machen, gute IV. Ihr könntet euch was tauschen. Und jetzt kommt ein Boss, bei dem man einfach Stahl nutzt. Also irgendwie baut das immer alles aufeinander auf. Was war beim letzten Mal? Wir hatten Lavados. Ne, wir hatten erst was irgendwie mit Gestein, dann kam Lavados, wo man das Gestein mitnehmen kann. Dann kam wieder was anderes, wo man dann irgendwie Feuer genutzt hat. Und jetzt habt ihr plötzlich ein Sea Day gehabt mit Stahl und plötzlich habt ihr den Raid-Boss, wo ihr Stahl nehmt. Also die machen es euch schon einfach mittlerweile. Früher gab es nichts. Ihr kennt das ja, früher gibt es immer nichts, wenn man früher sagt. Und ansonsten stehen wir jetzt hier in der prallen Sonne. Ich stand ja erst da drüben, hab gedacht, stellt sich da ans Fenster, es ist auch nicht so hoch, aber da war es so schattig, man hat nichts gesehen. Jetzt sehe ich wieder nichts, weil die Sonne so sehr blendet, aber ihr seht vielleicht trotzdem das Gebäude hinter mir. Da haben wir jetzt 40 Sekunden gekämpft. Gleich. Wenn die Zeit nicht immer eins runter, eins hoch gehen würde. Sieht schon wieder komisch aus. Jetzt sind 40 Sekunden um, das Ding ist gleich tot, das ist auch immer sehr effektiv. Ich sehe Metagross links, Metagross rechts. Hinten hat noch einer Despoda am Start, wieso nicht? Despoda geht eigentlich auch immer. Du hast auch Rayquaza. Warum? So, man nimmt einfach das, was es vorschlägt, wird schon passen. Wir waren ja eh genügend Leute. Hier sehe ich 21,14, hier sehe ich 21,10. 21,60 war der 100er Wert, ich habe mir gemerkt. Und 27,01. Was hast du? 21,2. 21,2. Dann hast du das Schlechteste. Shiny ist hier nix. Jetzt muss ich noch auf den Main gucken. Da ist auch kein Shiny, aber es ist 21,10 Uhr und das Ding ist so riesengroß. Guckt euch 21,10 Uhr, genau. 21,10 Uhr. Das Ding ist so riesengroß. Es hat so einen Riesenkreis. Der Kreis, was bei anderen großartig wäre, ist hier immer noch einfach fabelhaft. Also das hüpft auch nicht komisch rum, das steht eigentlich gemütlich in der Mitte, das geht nicht nach links, das geht nicht nach rechts, das macht keine Rückwärtssaldos. Gut, eben ist es kurz hochgehüpft, aber das macht es wirklich ganz selten. Das ist also einer der Bosse, der wirklich noch Spaß macht zu fangen, außer er hüpft natürlich genau in dem Moment, wo ich werf. Oh, was ist denn das? Gut. Da musst du mit Geduld ran. So, machen wir es mal richtig. Wir nehmen eine Beere. Wir stellen den Kreis ein. So, der Kreis ist eingestellt. Jetzt warten wir auf den Angriff. Das ist kein Angriff, das ist nur Hüpfen. Und jetzt, wenn er angreift, das war wieder Hüpfen, dann curven wir, werfen in den Kreis einfach fabelhaft. Und der sieht auch so schön bunt aus gerade. Aber wenn ihr den dann gefangen habt, dann sieht er wieder so kalt aus. So eisig kalt, weil dann ist er nicht mehr aktiv. Im Beutel hat er dann seine Ruheform und da ist er nicht mehr bunt. So, er hüpft, er hüpft, er hüpft, er hüpft immer noch. Er hat auch Schwerter als Beine. Wir curven wieder einfach fabelhaft in den Kreis rein. Also wenn ihr das noch nicht kennt, hier den Fangtrick, dass ihr den Kreis vorher einstellt, dann nicht mehr wild rumcurvt, in dem Moment nur curvt, wo er angreift, dass der Kreis sich nicht verstellt. Und er nicht, wenn ihr werft, den Ball abwehrt, sondern der Ball immer das Ziel trifft. Da braucht man halt Geduld, das dauert halt länger. Aber hier, er greift wieder an, deswegen curvig und trifft wieder einfach fabelhaft. Wenn ihr da 18 Bälle habt und ihr wisst schon, ihr habt einen 100er, würde ich euch sagen, nehmt euch die Zeit und macht das auch so. Immer warten, warten, hüpfen, noch mehr warten, noch mal hüpfen. Xeneas fanden viele Leute, glaube ich, cool für die GBL. Ich hatte damals einen 100er von Xeneas und Iveltal, da habe ich mich gefreut, die habe ich dann auch hochgepusht. Dann habe ich ewig gewartet, dass sie mal als Shinies eingeführt werden oder so Zeug. Und ja, jetzt fängt man wieder im Prinzip mit allem neu an und hat halt nur den täglichen Pass. Und ist trotzdem gespannt, was passiert denn mit nur dem täglichen Pass? Schaffst du es vielleicht in 5 Raids einen 100er zu kriegen? Schaffst du es einen Shiny zu kriegen? Das ist der Pokédex-Eintrag. Den nehmen wir mit. Jetzt hat es die Ruheform, deswegen ist es jetzt so blau und ausgekeldert. Wir können es aber kurz noch bewerten. 21,10 hat 11, 14 und 12. So. Wir müssen jetzt noch mal kurz in Penny. Das schneide ich aber vorne rein, dass ihr denkt, wir waren erst im Penny und begrüße euch dort. Ist komisch, aber so bin ich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt ihr mal rein, habt ihr heute einen Xeneas gemacht?
Habt ihr ein Shiny, habt ihr ein gutes, habt ihr Bock auf Xerneas? Schreibt's rein. Ciao.